Herr Burkhardt, wir haben die Aussage mehrmals auf der Hannover Messe gehört, aber warum sind Funksysteme eine Schlüsseltechnologie im Maschinenbau-Ökosystem? Funktechnologie ist eine Schlüsseltechnologie für den Maschinenbau aus mehrerlei Gründen. Das eine ist natürlich erstmal, wir ersetzen Kabel. Das heißt, alles, was mit einem Kabel verbunden wird, wird schlicht und einfach nicht mehr gebraucht. Also das heißt, wir haben weniger Verschleiß, weniger Material, wir erlauben somit auch Mobilität. Und das Zweite wäre an der Stelle zu sagen, wir können mit Funk natürlich dahin gehen, wo ein Kabel noch nie gewesen ist. Das heißt, wir erreichen Orte, die für Kabel schwierig oder gar nicht zu erreichen sind. Und schlussendlich ist es so, Funk kann so viel mehr als ein reines Kabel. Also das heißt, Funk, was gerne als negativ betrachtet wird, breitet sich in alle Richtungen aus. Das heißt, wir haben automatisch einen redundanten Kanal. Das heißt, mehrere Empfänger sind in der Lage, das Signal zu empfangen. Und weiter kann man natürlich auch über das Funksignal Rückschlüsse machen, in welcher Qualität, in welchem Zustand ist denn die Maschine, die entsprechend das Funksignal ausstrahlt. Der Maschinenbau hat jedoch noch Fragen zur Leistung der drahtlosen Technologien und deren Einsetzbarkeit für bestimmte anspruchsvolle Anwendungen in bestimmten harschen industriellen Umgebungen. Wo sehen Sie die aktuelle Herausforderung für die Funktechnologie im Maschinenbau? Also die erste Herausforderung ist das Thema Wissen. Es gibt so unterschiedliche Verteilung des Wissens bei den Maschinenbauern. Einige sind sehr weit mittlerweile, andere sind noch, sage ich jetzt mal, in den Anfängen. Und diesen Unterschied, den müssen wir als allererstes ausgleichen. Das zweite ist das Thema Vertrauen. Also einfach aufzubauen, wird denn Funk wirklich den Anforderungen gerecht? Erfüllt Funk das, was Funk versprochen hat? Und schlussendlich natürlich auf der technologischen Seite das Thema, ist Funk in der Lage, Echtzeitanwendungen, Echtzeitanforderungen mit extremen Anforderungen an die Latenz zu erfüllen? Fraunhofer IIS ist ein sehr aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines. Herr Burkhardt, Sie sind Chair der Arbeitsgruppe Funktechnologien. Was sind Ihre Beweggründe für die Zusammenarbeit in der AGWCM und welches Know-how und welche Expertise bringt das Fraunhofer IIS in die AGWCM ein? Also meine Motivation ist, schlicht und einfach Forschung in die Anwendung zu bringen und zwar auf eine Art und Weise, die auch langfristig Bedeutung hat. Und den deutschen Maschinenbau zukunftsfähig zu erhalten, das ist für mich an der Stelle ein zentrales Element. Zusätzlich kommt für mich noch dazu, das zu ermöglichen, dass angepasste Funksysteme, sozusagen maßgeschneiderte Funksysteme verwendet werden und nicht ein Funksystem, was irgendwie passen wird. Das Fraunhofer IIS hat seit über 25 Jahren Erfahrung in Funktechnologie. Das heißt, wir haben an der Stelle Systeme aufgebaut, von der Idee einer Wellenform bis hin zur Implementierung, bis hin zu den Feldtests. Das haben wir mittlerweile ergänzt, auch mit den Themen Lokalisierung und Energiemanagement. Und dieses ganze Potpourri, das bringen wir in die AGWCM ein. Herzlichen Dank, Herr Burkhardt. Sehr gerne.